900 Mark. Also ich habe so ein tolles Gefühl, gerade dieser Preis, weil er vom Publikum kommt, dass der Preis, der von Herzen kommt, der ist mir persönlich wichtiger wie eine Goldmedaille. Gold vergeht, der Publikumspreis, der besteht. Das waren tolle Bilder gestern Abend von der Veranstaltung Maschine des Jahres. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu Tag 4 auf der Agritechnica 2019 hier vom Wendstand in Hannover. Hinter mir steht ein weiteres preisgekröntes Objekt, nämlich der 200V Vario mit dem Braunsystem. Und warum diese Maschine DLG Silber gewonnen hat, das frage ich Mirjam Kleinknecht, unsere Expertin. Mirjam, was genau verbirgt sich hier und warum hilft diese Maschine auch den Landwirten? Wir haben hier eine Kombination von Traktor, Zwischenachsgerät und Heckgerät, was normalerweise extrem schwierig und anstrengend zu fahren ist, weil man hat hier ein Zwischenachsgerät links und rechts und ein Heckgerät. Das heißt, ich muss links und rechts und im Heck gleichzeitig schauen und will natürlich nah am Rebstock fahren, um das Unkraut zwischen den Stöcke auch wirklich zu entfernen. Wir haben hier vorne einen Lasersensor verbaut, der die Stöcke quasi abscannt und genau weiß, wo befindet sich ein Rebstock. Und die Zwischenachsgeräte passen sich dann automatisch immer, richten sich am Stock aus, sodass sie immer der perfekte Abstand haben. Der Fahrer kann deutlich schneller fahren, weil sich das Gerät ja ganz automatisch ausrichtet. Und dadurch habe ich natürlich auch eine viel höhere Flächenleistung. Und ich fahre genauer. Wir bieten bei unserem 200 Vario eine Schnittstelle an, die Vorrüstung fürs Spurführungssystem. Und damit kann unser Schlepper auch ganz alleine lenken mit dem System. Im kommenden Frühjahr wird dieses System auf Tour in verschiedene europäische Länder gehen. Interessierte Weinbauern können sich dann selbst ein Bild im Einsatz machen. Die Agritechnica bietet auch allerlei Kuriositäten. Am Traktor-Poolstand wird zum Beispiel tätowiert. Michael Seeger ließ sich gleich seinen Lieblingsspruch stechen. It's Fendt. Spritzen statt stechen. Das ist die Devise des Fendt Rogator 300. Die gezogene Fendt Feldspritze bietet viele Neuheiten. Ja, wir stehen hier vor dem Rogator 355. Das ist die gezogene Variante aus der Rogator Modellreihe. 55 steht dann hier für 5500 Liter Fassungsvermögen. An dieser Maschine, was ist noch neu? Wir haben hier ein neues Gestänge verbaut. Dreifach geklappt, 36 Meter Arbeitsbreite mit einer neuen Aufhängung. Auch hier verbaut die neue Gestängehöhenführung. Höhenführung hängt zusammen mit der ganzen Software. Und wenn wir von Software reden, dann rede ich hier über Tim Ready. TIM steht für Tractor Implement Management, heißt kurz gesagt, dass das Anbaugerät den Traktor steuert. Und in dem Fall beim Rogatorhöhe geht es um die Vorfahrtsgeschwindigkeit. Das ist insofern wichtig, um die Spritze eben voll auszulassen und immer 100% zu fahren. In Kombination mit dem schon vorgestellten Opti-Nozzle steuert quasi wie ein kleiner Selbstfahrer die Spritze den Trecker und sagt ihm, wie schnell kannst du fahren, um dann die perfekte Tröpfchengröße aus meiner Düse rauszubekommen. Und dazu kommt noch, eine Maschine muss fahren. Die Maschine ist neu aufgehängt mit einer einzigartigen Einzelradfederung. Die Einzelradaufhängung ist ähnlich wie beim Traktor auch aufgebaut. Das heißt, ich kann die Maschine bis zu 12 Grad rechts und links neigen. Das benötige ich einerseits zum Befüllen der Maschine auf unebenem Grund, dass die Maschine eben gerade steht, dass mir immer die korrekte Menge an Volumen angezeigt wird, aber auch auf der Straßenfahrt, dass eben ein Aufschaukeln der Maschine verhindert wird, weil eben die Seite im Zylinder einsteift, wo der meiste Druck drauf lastet. Also in einer Kurvenfahrt eben die äußere Seite. Und natürlich ganz wichtig im Feld, wenn ich im Feld fahre und den Hangausgleich benötige, kann sich die Maschine auch gerade hinstellen, um dann eben immer auch den Tank voll zu entleeren. Nach Pflanzenschutz kommt irgendwann die Ernte. Im Fall von Häckseln die Maisernte. Wenn dieser junge Herr neben mir steht, das ist der Thomas Zaunberger oder wie wir intern sagen, der Zauni, dann geht es immer um eine bestimmte Maschine bei Fendt, nämlich den Häcksler. Sie kennen den Katana 65, aber hinter uns steht ein neues Modell. Thomas, was haben wir hinter uns und was ist neu an diesem Häcksler?
Ja, hinter uns steht unser neuer Katana 650 mit 650 PS, nämlich 25 mehr als sein Vorgänger. Field Mapping oder Smart Farming spielt immer mehr eine große Rolle. Deshalb ist es auch möglich, ab jetzt beim Fendt Katana das Ganze aufzuzeichnen mit unserem NIR-Sensor. Unser Fendt-Team entwickelte im Markt Oberdorf einen komplett neuen Gutfluss vom Vorsatz, vom Einzug, die Trommel, den neuen Cracker, das heißt, wir haben zwei verschiedene Cracker-Varianten, um auch Shredledge, das heißt langschnittsgerecht zu werden, sowie dann der Wurfbeschleuniger und am markantesten, was man am Häcksler sieht, den neuen Auswurfbogen. Herr Paffen, wir haben Halbzeit. Wenn Sie runter auf unseren Stand gucken, was gefällt Ihnen an unserem Stand? Was gefällt Ihnen heute dieses Jahr auf der Agritechnica? Ja, wenn ich hier runterschaue, ist hier eine Menge Menschen. Ich weiß aber auch von unseren Leuten, dass wir sehr gute und viel Kommunikation führen und gute Kommunikation mit einer sehr hohen Qualität. Also die Messe läuft ausgezeichnet und für mich ist es die beste Messe, die ich jemals gefahren habe. Dann steigen wir gleich mal aus mit so einem Kompliment. Ich verweise Sie auf morgen, da machen wir alles zum neuen Topmodell der 300er Baureihe, dem Fendt 314 Vario, und stellen Sie Ihre Fragen über Facebook, Instagram oder YouTube. Tschüss!